Hallo liebe Zuschauer, willkommen zu einer neuen Woche im Kabeljournal. Wir begrüßen Sie heute hier aus dem Escher Museum in Limbach-Oberfrohna. Warum wir hier sind, erfahren Sie gleich noch. Aber nun geht's erstmal zum Neujahrsempfang nach Frankenberg. Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Ihr Kompletteinrichter. Im Kulturforum Stadtpark richtete die Stadt Frankenberg am 22. Januar ihren traditionellen Neujahrsempfang aus. Zahlreiche Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Vereinen und Institutionen konnte Bürgermeister Thomas Firmenich begrüßen. Unter den Gästen waren auch die Bundestagsabgeordnete Simone Raths sowie Landtagsabgeordnete Iris Firmenich. Auch in diesem Jahr fand der Neujahrsempfang wieder an einem Sonntagvormittag statt, um auch Familien mit Kindern eine Teilnahme zu ermöglichen. Denn auf die Jüngsten und deren Zukunft setzt man in Frankenberg ganz besonders. Kitas, Schulen, Kinder und Jugendliche haben in Frankenberg Vorrang. Das wird auch in den nächsten Jahren nicht geändert. Auch dann nicht, wenn die Stadt große Investitionen in der Innenstadt tätigt. Der Schwerpunkt der Frankenbergs bleibt das Profil statt der Bildung. Um weiterhin diesem Anspruch gerecht zu werden, soll es bald in Frankenberg einen Sprachkindergarten geben. Kinder lernen eine Fremdsprache spielend leicht. Und je früher wir damit beginnen, desto besser. Deshalb soll in der neuen Kita bereits im Krippenalter Englisch gesprochen werden. Die Ausschreibung für eine solche Kita läuft und wir warten auf das Ergebnis Ende diesen Monats. Beim Frankenberger Neujahrsempfang konnte der Bürgermeister auch Ingo Petzold willkommen heißen. Er wird ab dem 1. Februar die Leitung des Martin-Luther-Gymnasiums übernehmen. Musikalische Neujahrswünsche hatte der Chor der Astrid-Lindgren-Grundschule mitgebracht. Wir wünschen ein gutes neues Jahr. Wir wünschen ein gutes neues Jahr. Noch schöner als es das alte war. Ein weiterer Schwerpunkt bei der Neujahrsansprache des Stadtoberhauptes war die Landesgartenschau 2019. Die Schau wird für unsere Stadt und die Region viel mehr als nur eine Gartenbauausstellung sein. Sie ist der Motor für eine andauernde Entwicklung und wird über 2019 hinaus strahlen. Frankenberg wird Impulse für die Infrastruktur und Lebensqualität erhalten und weit über Sachsen hinaus bekannt werden. Der Bürgermeister stellte verschiedene Projekte vor, die im Rahmen der Landesgartenschau entstehen sollen. Darunter auch eine geschwungene Geh- und Radwegbrücke über die B169. Diese kann aber nur gebaut werden, wenn es dafür Fördermittel vom Land gibt. Doch da ist man zuversichtlich. Sogar das Frankenberger Musikantenduo Günther und Epps hat die Brücke schon in ihrem Gartenschaulied verewigt. Ein weiterer Schwerpunkt bei der Neujahrsansprache des Bürgermeisters stand unter dem Schlagwort Bürgerinformation. Die Stadt möchte, wo dies immer möglich ist, Sie alle einbinden in die Planungen und beteiligen. In der heutigen Zeit kommt der Information eine überaus große Bedeutung zu. Bereits vor 2 Jahren hat man das Amtsblatt neu strukturiert und auch der Internetauftritt der Stadt wurde neu gestaltet. Nun soll am 1. Februar ein elektronisches Stadtinformationssystem an den Start gehen. Bürger, die dort angemeldet sind, bekommen die neuesten Infos aus der Stadt per E-Mail zugeschickt. Brigadegeneral Ruprecht von Butler, Kommandeur der in Frankenberg ansässigen Panzergrenadiersbrigade 37, ergriff ebenfalls das Wort. Frankenberg, Garnisonstadt, wir fühlen uns hier ausgesprochen wohl. Und dass wir uns hier ausgesprochen wohl fühlen, das kommt in erster Linie durch Sie, nämlich durch die Bevölkerung hier in Frankenberg. Ganz herzlichen Dank. Der General war nicht mit leeren Händen gekommen. Er hatte 3.000 Euro mitgebracht. Dabei handelte es sich um Spenden, die beim Adventskonzert der Bundeswehr in der St. Egidienkirche gesammelt wurden. Das Geld ging zu einem Teil an das Gemeinschaftswerk Frankenberg. Die 1.500 Euro sollen für die Jugendarbeit eingesetzt werden. Den anderen Teil des Geldes bekam das Bundeswehrsozialwerk. Dieses hilft unverschuldet in Not geratenen Soldatenfamilien. Die Nationalhymne, gespielt vom Symphonischen Blasorchester, setzte den Schlusspunkt zum diesjährigen Neujahrsempfang in Frankenberg. Für alle, die nicht persönlich anwesend waren, hier noch einmal der Bürgermeister.
Ich wünsche Ihnen sehr herzlich ein gelungenes, ein gesundes neues Jahr. Bleiben Sie der Stadt und Ihren Familien und Ihren Nachbarn gewogen. Arbeiten Sie mit, wo immer Sie das können. Ich lade Sie ganz herzlich dazu ein und würde mich sehr freuen, wenn ich Sie bei der einen oder anderen Gelegenheit hier in der Stadt, auf dem Markt oder beim Stadtfest wieder treffe. Ihnen alles Gute. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Hauptstraße 56a. Sie finden bei uns trendige Einrichtungskollektionen mit passenden Polstern zum Wohlfühlen für die gesamte Familie. Ja, und jetzt erfahren Sie auch, warum wir hier im Escher-Museum zu Gast sind. Und die Frau Papstmann erläutert uns mal, was es hier zu sehen gibt. Ja, wir zeigen bis einschließlich 5. Februar eine kleine Sonderschau Brauchtum Tracht mit Trachten aus den Gebieten der deutschen Heimatvertriebenen. Das sind Trachten aus Pommern, aus Schlesien, aus Ost- und Westpreußen, die eine große Vielfalt zeigen für Frauen und für Männer. Zu jeder Tracht gibt es eine kleine Erläuterung über die Herkunft und über die Besonderheiten aus der Gebiete, wo sie herkommen. Diese Ausstellung wird uns zur Verfügung gestellt durch den Verein Erinnerung und Begegnung, der diese Ausstellung als Wanderausstellung konzipiert hat. Und als nächstes sehen Sie die Wochensplitter. Alle 2 Jahre im Anschluss an den Neujahrsempfang lädt man in Frankenberg zu einem Tag der Begegnungen ein. Dann haben die Vereine die Möglichkeit, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Vielfalt des Vereinslebens in der Stadt ist beeindruckend und reicht von Sportvereinen über Kleingartenvereinen bis hin zu Vereinen, die sich mit der Historie ihrer Heimat befassen. Um das alte Kino in Frankenberg kümmert sich die Interessengemeinschaft Welttheater. Den Vereinsmitgliedern gelingt es immer mehr, aus dem alten Kino einen Kulturhotspot zu machen. Seitdem unser Kino Frankenberg jetzt wieder ganz frisch strahlt, ist ein enormer Schub gekommen. Es sind sehr viele Künstler, die bei uns an die Tür klopfen und gerne bei uns im großen Kinosaal auf der Bühne auftreten wollen. Und mittlerweile ist es so schlimm schön für das Welttheater in Frankenberg, dass wir uns sogar aussuchen können, welchen Künstler wir auf unsere Bühne lassen und welchen nicht. Der Tierschutzverein Frankenberg stellte sich ebenfalls vor. Unsere Hauptaufgabe ist, wie es schon der Name sagt, der Schutz des Tieres. Wir kümmern uns vorwiegend um Fundtiere, versuchen die Vermehrung zu verhindern durch Kastrationsaktionen. Wir führen Tierschutzkontrollen durch, wo es Anzeigen gibt wegen schlechter Haltung. Wir informieren die Bürger über das Amtsblatt. Wir versorgen und pflegen auch unsere Fundtiere in unseren Räumen. Und das nimmt natürlich viel Zeit in Anspruch. Einer der jüngsten Vereine der Stadt ist der Förderverein Landesgartenschau. Es sind verschiedene Punkte, die wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Zum einen natürlich die Werbung für die ganze Gartenschau mit voranzubringen, die öffentliche Wahrnehmung über die Landesgartenschau zu verbreiten, beziehungsweise die Landesgartenschau, die Maßnahmen, die damit im Zusammenhang stehen, in die Öffentlichkeit zu rücken und auch mit einer positiven Wahrnehmung zu versehen, durch Werbung, durch Aktivitäten, durch gemeinnützige Aktionen mit unseren Vereinsmitgliedern, wie aber eben auch mit Bürgern der Stadt Frankenberg, die nicht Vereinsmitglied sind. Und die dritte große Komponente, die wir auf die Fahne geschrieben haben, ist, die Landesgartenschau ist 2019 zu Ende. Wir schaffen mit sehr hohen Investitionsmitteln Einrichtungen, die dauerhaft hier in der Stadt Frankenberg wahrnehmbar sind. Und wir kümmern uns dann nach der Landesgartenschau um die Betreibung dieser Einrichtungen. Mitglied im Verein können Einzelpersonen, aber auch Unternehmen werden.
Ich kann als Einzelperson Mitglied werden, ich kann aber auch als Unternehmen Mitglied werden im Förderverein. Das Verfahren ist einfach. Wir haben Antragsformulare, die kann man auf der Internetseite der Stadt Frankenberg abrufen, beziehungsweise wir sind dabei, unsere eigene Internetseite zu kreieren, wo wir die Dokumente abrufen können. Auch der DRK-Ortsverein Frankenberg würde sich über neue Vereinsmitglieder freuen. Wir suchen natürlich wie jeder Verein auch Nachwuchs. Das geht bei uns im Jugendrotkreuz los, in der Grundschule schon und zieht sich dann durch alle schulischen Einrichtungen der Stadt. Wir brauchen den Nachwuchs, weil wir für die Bevölkerung der Stadt tätig sind. Wir würden uns freuen, wenn der ein oder andere bei uns vorbeischaut und sich vielleicht daran beteiligt, im Dienst von Leben und Gesundheit. Nachwuchssorgen haben auch die Frankenberger Modelleisenbahner. Dabei sind die Voraussetzungen für eine Vereinsmitgliedschaft gar nicht so groß. Die Interessenten sollten schon ein bisschen Interesse haben für die Elektronik und Elektrotechnik. Und sie sollten unter Umständen auch ein bisschen basteln können und ein bisschen Sorgfalt dazu. Ansonsten ist das von der Sache her nicht allzu viel Aufregendes, weil man lernt ja das mit der Zeit so nach und nach. Die Begegnungsstätte Eva Becker des Deutschen Frauenbundes würde ebenfalls gerne neue Mitstreiterinnen begrüßen. Jeder, der gerne strickt oder Handarbeiten macht, ist bei uns herzlich willkommen. Und er kann dann auch eine Stunde bleiben, zwei Stunden bleiben. Bei einer gemütlichen Runde sitzt man dort und jeder tauscht sich da aus, was es so handarbeitsmäßig Neues gibt. Dann auch mal dieser oder jener Neue, der zu uns kommt, der wird dann auch gut und gerne bei uns aufgenommen. Auch im Kleingartenverein Lützelhöhe steht einer Vereinsmitgliedschaft nichts im Wege. Dort sind noch zwei Gärten frei. Das Marionettentheater Holzoper Frankenberg präsentierte sich ebenfalls beim Tag der Begegnungen. Nicht um neue Puppenspieler zu werben, sondern um auf die nächste Veranstaltung aufmerksam zu machen. Hochverehrtes Publikum, Madame, Monsieur, Ladies and Gentlemen, das traditionelle Marionettentheater Holzoper, die Theaterkompanie Holzoper Frankenberg-Sachsen, spielt wieder für Sie am 5. Februar. Vormittags das schöne Spiel vom Struwwelpeter und am Abend 19 Uhr, wenn Männer schwindeln, ein Schwank aus den 20er Jahren. Dazu lade ich Sie ganz herzlich ein. Dankeschön. Wer eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung sucht, hat in Frankenberg die Qual der Wahl. Eine Auflistung aller Vereine findet man auf der Internetseite der Stadt. Das Europäische Gymnasium Waldenburg öffnete am 21. Januar seine Tore für die Öffentlichkeit. Bei Mitmachaktionen und der Präsentation von Schülerprojekten stellten Gymnasiasten und Lehrer ihre Schule vor. Besonders Viertklässler und ihre Eltern nutzten die Gelegenheit, um sich über den Wechsel von der Grundschule an eine weiterführende Bildungseinrichtung zu informieren. Das Europäische Gymnasium Waldenburg befindet sich in freier Trägerschaft. Unterrichtet wird nach dem sächsischen Lehrplan. Auch die Zugangsvoraussetzungen unterscheiden sich nicht von denen anderer Gymnasien im Freistaat. Voraussetzung ist auch bei uns die Bildungsempfehlung. Die Bildungsempfehlung erteilen ja die Grundschulen und jetzt gibt es ja eine neue gesetzliche Regelung in Sachsen, wonach es eigentlich den Eltern möglich ist, ihr Kind auch ohne Bildungsempfehlung beim Gymnasium anzumelden. Die Hürden waren früher sehr hoch, jetzt ist das nicht mehr so. Das heißt, Voraussetzung ist die Bildungsempfehlung, die die Grundschule ausstellt. Werden die Bedingungen der Bildungsempfehlung, also der Mindestdurchschnitt, nicht erreicht, führt die aufnehmende Schule, das wären auch wir in dem Fall, einen Test durch. Der am Ende des Tests wird in der Auswertung mit den Eltern gemeinsam gemacht, besteht das Kind den Test nicht, können die Eltern trotzdem darauf bestehen, ihr Kind an der Schule anzumelden. Also der Elternwille hat hier, so ist es auch durch das Gerichtsurteil in Sachsen festgelegt, absolute Dominanz. Im Europäischen Gymnasium Waldenburg lernen zurzeit 450 Schüler. Es wird ein sprachliches und ein gesellschaftswissenschaftliches Profil angeboten. Die Bildungsarbeit beruht dabei auf drei Säulen, die die Schule prägen. Das eine ist es, dass es eine Ganztagsschule ist. Ganztagsbetreuung ist ganz wichtig, auch im Sinne, dass neben dem Unterricht zusätzliche Angebote im Bereich der Jugendkunstschule, also einer angeschlossenen Musikschule hier im Haus, gemacht werden. Bei uns lernen die Kinder ab Klasse 5 auch ein Instrument und können dann in Band- und Gläserklassen gemeinsam musizieren. Die zweite Säule ist natürlich der Unterricht. Unsere Klassen haben in der Regel eine Klassenstärke von 20 bis 22 Kindern.
Damit ist auch eine individuelle Förderung möglich. Wir haben das sprachliche Profil, das heißt, wir haben 6 Fremdsprachen im Angebot und ab der Klasse 8 als Profilfach das Profilfach Wirtschaft. Wir haben im Fremdsprachenbereich insgesamt 14 Lehrer angestellt, die aus den sogenannten Zielsprachländern kommen. Also ein Engländer, wir haben einen Afrikaner hier, der Französisch unterrichtet, wir haben Spanier hier und so weiter. Das macht das Flair auch der Schule letztlich aus. Ja, und die dritte Säule ist letztlich das erweiterte Angebot. Das heißt, wir haben im Gelände noch eine Fachoberschule. Schüler, die merken in der 10. Klasse mit dem Abi, das wird nicht so richtig was, können dann zur Fachoberschule wechseln. Und wir haben eine Oberschule, sodass es auch möglich ist für Schüler, die merken, sie können die Anforderungen doch nicht erfüllen, dann in die Oberschule zu wechseln, genauso wie Oberschüler es möglich ist, dann hier ins Gymnasium zu wechseln. Das Europäische Gymnasium Waldenburg trägt den Titel Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Außerdem darf sich die Bildungseinrichtung als Schule mit internationalem Charakter bezeichnen. Das hängt also sowohl mit dem großen Fremdsprachenangebot zusammen, mit der Tatsache, dass wir ausländische Lehrer beschäftigen. Aber wir bilden seit 14 Jahren auch Schüler aus anderen Ländern aus, die wir zum deutschen Abitur führen, vorwiegend aus China und Vietnam. Die haben dann ein Jahr Sprachintensivkurs Deutsch und Englisch und werden dann integriert in die 10. Klasse, werden versetzt in die 11-12 und lernen dann mit den Schülern der 11. und 12. Klasse mit den Deutschen gemeinsam und machen ein deutsches Abitur. Eltern von Schülern, die in diesem Jahr die Grundschule verlassen, haben noch bis zum 4. März Gelegenheit, ihr Kind im Gymnasium anzumelden. Für Kinder von außerhalb ist man auch bei der Organisation des Schulweges behilflich. Wir haben also Verträge auch mit Taxiunternehmen, wir haben Verträge mit Eltern, die ihre Kinder selber bringen. Das muss man aber wirklich im individuellen Gespräch klären. Also haben Sie keine Scheu, Ihr Kind erstmal anzumelden und hier aufzutauchen, und wir werden dann mit Ihnen gemeinsam eine Lösung finden, wie Ihr Kind hierher kommen kann. Der Förderverein des Tierparks Limbach-Oberfrohnau startete am 25. Januar ins Veranstaltungsjahr 2017. Auf dem Programm stand ein Vortrag von Dieter Kronbach und Jens Herring. Die bekanntesten Ornithologen von Limbach-Oberfrohnau hatten Interessantes zur Vogelwelt in der großen Kreisstadt zu berichten. Zuvor ergriff wie gewohnt Professor Klaus Eulenberger das Wort. Er begrüßte diesmal einen besonderen Gast, René Schwabe, Präsident vom FSV Limbach-Oberfrohnau. Grund: eine Kooperationsvereinbarung. Ein Vertrag zwischen den beiden Vereinen, also Tierpark-Förderverein und dem eben genannten Verein in Vertretung von Herrn Schwabe. Wir haben uns versprochen, gegenseitig in unseren Aktivitäten für die Stadt Limbach-Oberfrohnau zu unterstützen. Das ist also ein reiner Vertrag zwischen den Vereinen. Kooperation zwischen einem Tierpark-Förderverein und einem Fußballverein. Wir haben dieselben, ich sage mal, Sorgen, Nöte. Wir können vereinsintern voneinander lernen. Es gibt Finanzen in allen beiden Vereinen. Um das zu bündeln und voneinander zu lernen. Deswegen haben wir mal gesagt, wir wollen einen neuen Schritt einschlagen und wollen einfach mal die zwei Vereine miteinander vernetzen, um dass die Mitglieder den anderen Verein kennenlernen können und sehen, dass sie nicht alleine sind in der Vereinsarbeit. Durch gemeinsame Aktivitäten sollen zudem attraktive Freizeitangebote für Limbach-Oberfrohnau erarbeitet werden. So. Ja, herzlichen Dank für die Idee. Und ich denke, das wird eine gute Zeit. Vielleicht komme ich dann noch mal wieder zum Fußballfest. Früher bin ich doch mal rundherum gerannt. Professor Klaus Eulenberger hatte außerdem Neues aus dem Tierpark zu berichten. So wurde wieder ein Besucherrekord aufgestellt. Anteil daran hat auch das im August 2016 eröffnete Pinguinland. An dem ist das Besondere, dass man hineingehen kann, dass man direkten Kontakt zu den Vögeln bekommt, die auch den Kontakt zum Publikum suchen. Sie sind also marketingmäßig sehr gut erzogen worden. Das darf ich hier mal sagen. Andererseits gab es am Anfang schon einige Probleme mit einigen Besuchern, die das nicht so richtig wichten konnten, die also dann mit Steinen zumindest ins Wasser geworfen haben, die Kinder, die Eltern also nicht ordentlich aufgepasst haben. Aber wie ich mitbekommen habe, hat sich das jetzt gelegt. Einige Kritiken, die auch über Facebook und so weiter gekommen waren, haben offensichtlich dazu beigetragen, das zu verhindern. Zurzeit höre ich nur Positives, sowohl von den Besuchern als auch von den Pinguinen. Das Thema Vogelgrippe macht um Tierparks und Zoos keinen Bogen. Für unsere Anlagen, die übernetzt sind, haben wir Ausnahmegenehmigung bekommen, müssen die Vögel nicht einsperren, was absolut tierschutzwidrig auch gewesen wäre.
Durch die Netze wird zumindest verhindert, dass Vögel von außen an die Futterstellen gelangen und dort im Wesentlichen dann das Virus verbreiten können. Klar kann es noch beim Abgeben über das Netz in die Anlage kommen, aber da im ganzen Landkreis Zwickau bisher kein einziger Fall aufgetreten ist, werden wir wahrscheinlich auf diese Sondergenehmigung hoffentlich bis zum Ende dieser Vogelgrippe-Kalamität überstehen. An Vögeln außerhalb des Tierparks mangelt es nicht in Limbach-Oberfrohnah. Vor allem das Limbacher Teichgebiet, seit 1994 Landschaftsschutzgebiet, hat da vieles zu bieten. Auf 520 Hektar wurden bislang 232 Arten nachgewiesen, darunter 90 Brutvogelarten. Von den zwei Referenten erhielten die Besucher der Vortragsveranstaltung interessante Einblicke in die Vogelwelt vor den Toren der Stadt Limbach-Oberfrohnah. Eine Rückschau auf die historische Entwicklung des Gebietes durfte da nicht fehlen. Für Vogelkundler interessant ist das Limbacher Teichgebiet nicht erst seit 20 Jahren. 1954 wurde die Fachgruppe Ornithologie Limbach gegründet, der übrigens auch Professor Klaus Eulenberger angehörte. Die Arbeit von Ornithologen stellten Dieter Kronbach und Jens Hering ausführlich vor. Und natürlich zeigten sie viele Bilder von den im Limbacher Teichgebiet vorkommenden Vögeln. Wer schon immer wissen wollte, wie zum Kuckuck ein Kuckuck aussieht, der bekam an diesem Abend einen zu sehen. Und weiter geht's mit unserem gut bekannten Eduard Sachsenmeier. Und der hat einen neuen Freund. Ha, hallo, der Donald Trump, ja, der macht los, wie er es gesagt hat. Naja, endlich ist er ja nur in Amt und in Würde und auch im Weißen Haus. Und ich muss es ehrlich sagen. Ich bin schon fast ein bisschen ein Fan von dem. Ja, also, ich bin ja schon deswegen ein Fan von dem Donald Trump, weil da eben Donald heißt. Wie Donald Duck. Ach, wenn sie die Mickey Mouse Hefte früher, he? Oh, wenn ich da eins gekriegt hab, irgendwie in der, mit, Sie wissen ja, so hintenrum war ja verboten Mickey Mouse. Ach, das hab ich so geliebt, nur mit dem Donald Duck und dann Dick, Trick, Track und wer da und der Daisy Duck. Nur. Oh nee, das. Wobei, da gab es ja auch noch den Dagobert Duck. Eigentlich müsste ja der Donald Trump auch vielleicht eher Dagobert heißen. Weil ja der Dagobert, das war ja der hier, nur, der Reiche. Der Dagobert war der reiche Duck. Also müsste eigentlich Dagobert Trump, na also ist egal. Jedenfalls, ne, der Donald Duck, das war ja eher mehr ein bisschen ein Bäschvögel, ne, der Donald. Der war zwar herzensgut, aber doof. Naja, und was den Donald Trump betreffen tut, also direkt herzensgut. Also ob er herzensgut ist, weiß ich jetzt auch noch nicht. Ne, und doof. Naja, also da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher. Ja, aber immerhin, ne, ist auch egal, ob doof oder nicht. Den Amis ist es ja auch egal gewesen, ne, ob doof oder nicht. Die haben den gewählt. Ne. Ne, auf alle Fälle ist es eben einer, der mir ein bisschen Lähm in die Bude bringt. Ne. Ja, wissen Sie, die ganzen schlauen Politiker in der Welt, ne, die so... Die so normalen, die Edelpolitiker, also die sagen ja jetzt, der Donald Trump, das wäre gar kein richtiger Politiker, weil er keine Politik hätte, weil er bloß so seine Lösung hat hier, Amerika zuerst. Das wäre keine Politik, sagen alle, also die anderen Politiker. Wobei ich glaube, letzten Endes, wenn man mal genau hinguckt, also, ich glaube, alle Politiker, die tun ja ihr eigenes Land zuerst. Ne? Die verschleiern das bloß. Ich glaube, das ist dann Politik. Ne? Das Verschleiern, dass man das nicht merkt, dass die auch zuerst Holland oder zuerst England, ne? Ja, Brexit, ne? Die mit den, oder zuerst Mongolei. Ich glaube, Politik ist dann das, was das alles ein bisschen so verschleiern tut. Ne?
Nee, oder Deutschland zuerst, das ist ja auch klar, ne? Wenn Deutschland zuletzt, das wäre ja auch doof. Nee, Politik ist bloß Gesilze. Nee, und der Donald Trump, ne, der sagt eben, was andere bloß denken tun. Ja. Nee, das... Meine Elfriede allerdings, die sagt nur, der Donald Trump, das täte ein Macho sein. Ein Macho. So einer dürfte niemals Präsident von so einem wichtigen Land sein, ne? Sagt meine Elfriede. Ja. Und dann sagt sie noch, der Trump, der täte nicht viel besser sein als wie früher der Berlusconi oder wie der Putin. Hinsichtlich Frauen und so, meint sie das, der Elfriede. Ne? Naja gut, nun ist das vielleicht nicht besonders schlau von dem Donald Trump gewesen, wo der gesagt hat, wo man die Frauen anfassen muss. Ne? Also sowas tut man als Mann eben wirklich nicht sagen. Sogar unser Gerhard Schröder hat sowas nie gesagt. Der Gerhard Schröder hat sowas auch nie gesagt, obwohl er das auch gewusst hat. Aber also auf alle Fälle sind mir solche Macho-Typen irgendwie... Also mir sind sie sympathischer als wie solche Warmeier oder solche Weichtücher. Ich weiß nicht. Ne, wo kommen wir denn in der Welt hin, wenn es nicht ein paar Machos geben täte? He? Wenn keiner mehr die Frauen hinterher gucken tut, wenn keiner mehr Frauen anfassen wollte, wo kommen wir denn dahin? Da starren wir aus. Ja, so ist es nämlich. Das Ende der Zivilisation. Nee, die Menschheit, wir brauchen, das ist so festgelegt in der Natur. Ne? Man muss auf die Frau irgendwie nasch sein. Das ist so. Gut, der Mann darf nur deswegen eine Frau nicht gleich ankrapschen oder vergewaltigen. Nee, das darf er nicht, wenn die nicht will. Ja. Du musst als Mann erst mal fragen. Das ist so, das gehört zur Kultur. Aber, naja, wo der gesagt hat, der Donald, na, da hat er ja das auch noch nicht gewusst, dass er mal Präsident wird. Naja, also, jedenfalls, ich muss den Donald Trump da irgendwie ein bisschen in Schutz nehmen. Und was nun wieder die Politik betreffen tut, das hat ja dann auch gar keinen Zusammenhang mehr. Ne? Einer, der Frauen gut leiden kann und das nicht bloß, weil sie schön angezogen sind, ne? Der kann trotzdem Politik machen. Na klar, Politik dürfen ja alle machen, nicht bloß welche, die Frauen nicht leiden können. Politik. Donald Trump wird schon zeigen, der wird schon zeigen, was er für einer ist. Auf alle Fälle ist er irgendwie unterhaltsamer, ist er irgendwie lustig. Ich sage, ein kleines bisschen ist er wie ein Scherzkeks, ne? Ein Scherzkeks. Wenn nicht sogar eine Stimmungskanone. Der Elfriede sagt Konfetti-Pupser. Naja, also wollen wir mal abwarten, ne? Also ich trinke ihn jetzt auf den Donald Trump. Zum Wohl. So, wir verabschieden uns für diese Woche und hoffen natürlich, Sie schalten auch nächste Woche wieder ein.